Da fällt mir noch wieder ein, ich wollte die ganzen Felder machen. Was nehme ich denn so jetzt? Hier sind noch ganz viele Clay-Setzlinge. Keine Ahnung, wo die jetzt herkommen. Ich brauche Seeds. Corn-Seeds nehme ich auch mal. Sugarcane kann ich glaube ich so nicht anpflanzen. Beetroot, ja, auch natürlich. Nehme ich mit. Sugarcane, ja, wie gesagt, kann ich so nicht. Hier ist was anderes drin. Kakao kann ich dann nur an Bäume setzen. Ach scheiße. Die Kuh ist gestorben. Wegen dem Baum. Das war jetzt ein bisschen blöd von mir. Das gebe ich ehrlich zu. Nehme ich den Baum hier mit. Ich kann schon mal ein paar Samen setzen. So, dann kommen hier noch ein paar Korns hin. Geh mal bitte weg. Danke. Und Beetroot. Oder Beetroot. Das war's. Wir haben 30 Sticks aber bekommen durch die Kuh. Also die Kuh ist nicht umsonst gestorben. So, sind die fertig? Ja, da sind welche fertig. Ich brauche die Trichter. Das sind keine Trichter mehr. Hier sind noch Trichter. So, die Pötte. Die Hopper. Drin brauche ich noch die Erde. Kann ich mir gerade keine machen, weil ich keine Schokolade mehr habe. Hätte ich was gesagt. Kein Kakao mehr. Ich habe ja aber noch welche. Wie gesagt, wir müssen jetzt gucken, was wir noch so brauchen. Ich werde mir auch gleich Screenshots scheinbar davon machen. Kann ich nämlich schnell gucken für den nächsten Stream, was ich noch so brauche an Sachen. Das Schild hatte ich eben auch noch. Ich bin echt froh, wenn die Kisten langsam ein bisschen leerer werden. Ich gehe ja mit dem Suchen die ganze Zeit hin und her. Gut schlafen, weil der Regen nervt mich gerade ein bisschen. Wasser brauchen wir ja nicht mehr, dafür haben wir alles. Lava ist auch noch da. Der ist auch noch gut beschäftigt. Können wir nochmal nachlegen. So. LED und Tin, das sind eigentlich schon mal wichtige Sachen. LED. Ups. LED. Tin. Normalerweise habe ich es immer auf Deutsch geschrieben, das mache ich jetzt auf Englisch. Das finde ich einfacher zu merken. Kohle, ja komm. Der Greifplatz ab. Kohle. Ja, mehr Platz habe ich gerade nicht für die Dinger. Wir haben echt einiges an Lapis, sortieren wir ein bisschen. Ja, wir haben ganz viele von den Dinger, ganz viel Gold. Ja, von Silber auch. Ich überlege gerade, wenn ich das so machen würde, dass ich oben alles voll mit den Acorns mache, unten alles mit Resin und hier mit den Blättern und Setzling, dann würde er das immer so lange sammeln. Und wenn die voll ist, dann passiert ja nichts mehr mit. Dann würde das Holz rausfliegen. Diamant haben wir auch, Redstone, Eisen. Guck mal, von dem Iron kriegen wir nicht so viel. Mal gucken. Als nächstes wird eben das deutsche System gemacht. Gucken wir uns mal kurz. Add Simple Storage. Ich brauche so viele Sachen. Quarz. Okay, das war das Problem. Das habe ich schon damals gesehen. Quarz bekomme ich aus dem Nether. Also guck ich mal kurz. Nether Cake. Obsidian. Obsidian ist nicht schwer. Einfach Wasser und Lava zusammen. Dann würde ich sagen, machen wir das nochmal im nächsten Stream. Dass wir in die Hölle gehen. Oder vielleicht nicht im nächsten Stream, sondern einfach gleich schon. Mal gucken. Jedenfalls meine... Ja, ganz schön vollgebaut, meine Insel hier. Die Kuh lebt auch alleine. Ist eigentlich traurig. Na gut. Ich mache mal eine Kiste mit Holz. Und so. Packen wir hier hin. Muss ja gerade nicht schön sein. Füll dir seinen Zweck da. So, ganz viel Holz. Ah, ich kann das auch anders machen. Die Dinger heißen Barrels. Finde ich schwer herzustellen.
einfach nur Holzplanken, Cauldrons und Kessel. Ja, ich brauche Planken. Also mal ein paar mehr. Gut, jetzt. Cauldrons. Pressure Plates. Und jetzt einfach nur craften. Gut, machen wir mal ein Stück. What wasn't your store? Gut, die können wir abreißen. Es würde jetzt eigentlich komisch aussehen, wenn die hier schweben, die Fässer. Ich mache es aber erstmal. Denn jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Wir können hier drauf klicken mit einem Rechtsklick, legen dann Stick rein. Können auch alles reinwerfen, können auch was rausnehmen. Ich wüsste, wie das geht mit dem ganzen Stack. Achso, einfach ein bisschen schneller klicken. Ich würde jetzt meine ganzen Baumstämme, die ich habe, einfach hier reinwerfen. Das würde ich also mit dem Holz machen. Das ist schon mal ein kleines Storage System. Aber es geht noch ein besseres und größeres, was wir später machen werden. Seid also gespannt. Alles, was irgendwie mit Holz zu tun hat, nehme ich einfach mal und schmeiße es hier rein. Wenn ich es brauchen sollte, klicke ich eben darauf und hole es mir wieder raus. So, wie wir sehen, wir haben 64 mal, oder wir haben 28 mal 64 Dinger und nochmal 53 extra. Also schon mal einiges. Jetzt sind die Kisten schon etwas leerer. Ach, wir haben so viele Äpfel, ich weiß gar nicht, was wir machen sollen damit. Also wie viel Eisen haben wir auch so viel jetzt. Unglaublich. Tja, wie gesagt, was mache ich jetzt? Eigentlich möchte ich jetzt gerne mal gucken, was wir noch so machen können. Ich glaube, das machen wir später erst. Aber es gibt noch einiges an Trees, die wir machen müssen. Sapling. Wir haben noch hier die ganzen Chopper und so. Das wird auch noch Spaß. Stehen sie auch irgendwie vielleicht hier drin? Ich glaube, das kommt später nochmal hier. Das ist Age of Enchantment. Mit Tinkers Construct-Dingern. Jop, aber es ist nicht das, was ich möchte. Age of Farming. Gerade durchgelesen, was hier steht. Boah, ist doch auch interessant hier. Age of Power. Hier ist eigentlich, was ich machen möchte. Age of Storage ist natürlich auch ein bisschen, was ich gerne machen möchte. Es gibt einiges hier, was ich machen möchte. Aber es gibt natürlich kein Rezept, wo ich jetzt sagen würde, das brauchen wir zum Beispiel Bronze und so. Sehe ich hier gerade nicht. Natürlich, wir müssen in die Hölle gehen. Wollen wir es schon mal machen? Ja, Max, du bist ja gerade da. Würde ich sagen, können wir doch mal ruhig in die Hölle gehen. Bereiten wir uns darauf mal vor. Habe ich denn genug Sachen? Nein, ich habe noch nicht mal ansatzweise genug Sachen. Vergessen wir es, wir haben ganz schnell mit der Hölle. Es geht nämlich gerade so jetzt nicht mehr. Wenn sie so, wie ich es geplant hatte. Ach, das ist schon wieder verdammt. So, hier gibt es noch ganz viele Trees, die wir machen könnten. Die haben wir ja schon. Das wäre das nächste. Das nächste wäre ein Cookie Sapling. Sieht auch nicht schwer aus. Bacon, ja. Okay, das ist krass kompliziert. Copper wäre das nächste. Schwarzes Copper. Haben wir irgendwie Copper? Oder Chopper, je nachdem. Oh, wie hieß das nochmal? Ember. So hießen die Dinger. Haben wir. Dafür brauchen wir roten Sand. Roten Sand bekommen wir, indem wir Dirt Essence und Fire Essence nehmen. Oder ein Anvil einfach darauf fallen lassen. Nein, das ist was anderes. Sand in rot gefärbtes Wasser. Okay. Das soll nicht das Problem sein. Um nachher weiterzukommen, bräuchte man sowas hier. Guck gerade mal, was man so machen könnte. Mir fällt ihm gerade nicht so viel ein. Wie gesagt, das Storage System. Oh, komm. Wisst ihr was? Wir fangen mit dem Storage System an. Da haben wir wenigstens noch was rausgeschrieben, was man machen könnte. Trink nochmal einen Schluck und dann geht's los damit. So, ich brauche nämlich ein paar Sachen. Und zwar brauche ich den Simple Storage. Storage. Ja, komm.
Network auch. Das sind nur die Sachen raus, das reicht aber schon. Wir brauchen nämlich den Simple Storage, Simple Network Master. Ach, dafür brauchen wir Quarz, stimmt. Uns fehlt also noch der Quarzbaum. Da war ja was. Machen wir das denn am besten? Netherrack Sapling. Brauchen wir Netherrack. Das bekommen wir, indem wir genau, irgendwie einfacher, oder? Redstone Embers, nicht das Problem. Wir müssen Lava drüber kippen. Die Frage ist nur, wie habe ich Lava reinbekommen? Muss ich hier für die Smelterie aufbauen oder sehe ich das hier falsch? Ich würde fast sagen, ja. Also brauche ich ganz viel Grid, glaube ich, hieß das. Ja, Seared Bricks. Nicht ganz. Storage Cave, das ist nicht das Problem. Das kriegen wir genau mit Diamant. Nur dieser Quarzblock ist das Problem. Quarz-Setzling. Brauchen wir Netherrack. Emerald-Setzling. Ach so, das. Okay, das ist nicht das Problem. Die Frage ist nur, wie kriegen wir einen Quarz-Setzling? Wie gesagt, das ist nicht das Problem. Netherrack ist das Problem. Das kriegen wir nämlich nicht so einfach. Dann müssen wir in die Hölle gehen. Dann müssen wir doch jetzt Sachen für die Hölle bereiten. Gut, dann habe ich den Plan geändert. Ich weiß jetzt, was ich machen werde. Ich werde jetzt in die Hölle gehen. Um in die Hölle zu gehen, brauchen wir nicht einfach nur ein Portal bauen. Dafür müssen wir nämlich einen Kuchen machen. Cake. Und zwar brauchen wir einen Nether Cake. Wir müssen 8 Obsidian sammeln. Das machen wir jetzt als erstes. Wir brauchen Eimer. Hier haben wir zwei Eimer, aber es gibt noch irgendwo einen Metalleimer. Och Leute, wo ist der Eimer? Bucket. Da ist der. Ich bin echt blind. So, ich brauche Wasser. Falscher Eimer. Und Wasser. Und Stein. Stein geht rein. Stein geht nicht rein. Weil die Fackel unterfehlt. So, Stein geht rein. Wasser kommt drauf. Und ich habe Obsidian. Gut, das machen wir jetzt nochmal 8-mal. Ich hätte nämlich gerade anders gedacht, das muss ich anders machen. Muss ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Das ist nicht gut. Das ist, was hier rumpackt. Jetzt geht's wieder. Gut, es wäre auch von denen her nicht schlimm, wenn das weggeht. Ich muss eben neue Wasserquellen machen. Einmal muss ich das noch machen. So, wir haben jetzt 8-mal hier Obsidian gemacht. Jetzt müssen wir nämlich den ganz normalen Kuchen machen. Wir brauchen 8-mal Milch. Das ist nicht das Problem. Machen wir mal eine zweite Crafting Station. Ich weiß, ich suche echt viel und oft, aber das werden wir später anders machen. So. Milch, Milch, Milch. Hört sich komisch an, das Geräusch. Milch rein, Milch rein, Milch rein. Wir brauchen Wheat. Müsste ich doch irgendwo noch haben. Einen habe ich. Ich habe ganz viel Äpfel auf jeden Fall. Aber Wheat habe ich nicht mehr. Eisen. Keine Ahnung, warum das manchmal so komisch aussieht. Warum die manchmal. Ach so, kann ich denn auch nur halbe Stacks hier drin haben? Tatsache, ich kann nur halbe Stacks drin haben. Ist auch nicht schlimm, dafür habe ich hier weniger Kisten, die ich hintereinander stapeln kann. Also ist es nicht schlimm, weil ich weniger Platz habe in den Kisten. Ich habe keinen Wheat mehr, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber. Aus. Ich habe noch Knochenmehl. Ich komme kurz zu meinen Samen. Gut, reicht schon. Wheat kommt nach unten. Folgendes, jetzt brauche ich noch Eier und Zucker. Ich muss mir ein
Chicken holen. Chicken. Aus rohem Korn. Und Zucker aus Zuckerrohr. Das heißt, ich brauche noch Sand. Ach, das dauert noch einen Augenblick, bis ich in die Hölle kann, aber das werde ich heute noch machen.